Und damit begrüße ich euch wieder ganz herzlich hier zurück zu Super Mario Maker 2 Community Level Showcase. Heute haben wir ein paar, ich würde sagen, Link-Level, ein paar längere Level, vielleicht aber auch kürzere Level. Ich kann es jetzt nicht hundertprozentig sagen, aber es klingt sehr viel nach Link. Und Link heißt meistens lange Level. Und wir haben noch jemand anderen dabei, der auch immer lange Level baut. Also insofern, ich glaube, wir haben nur ein kurzes Level dabei, aber das werden wir jetzt dann sehen. Viel Spaß bei diesem Video. Challenge Village von David X. Nein, David X. Professor David, ihr wisst, wen ich meine. So. Drei Türen. Okay. Hilft mir das in irgendeiner Weise? Hier kann ich auch rein. Ne, hier kann ich nicht rein. Hier oben haben wir auch noch was. Leben. Also drei Räume, drei Türen, drei Challenges. Okay. Hilft schon mal ungemein, dieses Power-Up. Yay. Oh, wow. Na, mal schauen, ob da was drunter ist. Nö. Nächste Challenge. Okay. Nee, ich versuche was anderes gerade. Ah, das funktioniert nicht. Ah, verdammt, da ist ein Laufband. Why not? Okay. Ja, da. Solange man nicht sterben kann, ist alles in Ordnung. Gut, hier kann man sterben, ne? Aber auf die Hopsmäuse kann man drauf hopsen. Deswegen Hopsmäuse. Das ist ja nice. Hey, komm. P-Switch ran. Läuft. Das hätte auch böse enden können. Okay, und was jetzt? Checkpoint. Oh yeah. Es gibt hier kein Power-Up. Da oben lang.
den 50er Mann zu spät gesehen. Ah, die hätte ich gerne noch genommen. Man kann zwar nicht sterben, aber ja, Fun Level, Good Work, würde ich auch sagen. Also ich hätte vielleicht so einen extra Raum gemacht, dass man immer durch Checkpoint und Checkpoint geht und um den Key Death zu verhindern. Ja, das wäre dann halt ein bisschen in Troll-Level-Richtung, aber ja, so hätte ich es gemacht. Nächstes Level. Zelda Spikeball Fortress von Inked Link. Und ich sag dir, es kommt hundertprozentig ein Link-Level drin vor. Okay, und jetzt? Halt. Hier soll irgendwas sein. Hä? Jump, Bomb, Switch, I think it's... Force Damage unless Hidden Block, whatever. Na, das wäre ja assi. Wie macht man das dann hier? Und dann müsste ich jetzt extra zurückgehen, um... Na gut, dann machen wir das. So, den haben wir. Wow. Wie hoch geht die Lava? Hat nicht funktioniert. Falsche Richtung. Ja, nice. Wie soll ich denn da rankommen? Ah, die Lava kommt wieder hoch. Die Lava verunsichert mich. Kann ich oben lang? Okay, ich muss unten lang, egal. Wie mache ich das denn? Den verstehe ich jetzt nicht. Ah. Okay, jetzt habe ich ihn verstanden. Ein bisschen tricky, aber es geht. Aber aufgrund dieser Tatsache sehr viel warten. Die Lava müsste nicht sein. Nö. Bin ich ehrlich? Nö. Checkpoint. Also es geht hier um rote Münzen. Okay. So. Nein, ich
ich bin so doof. Danke. Den lassen wir mal. Mich hier runter. Komm ich runter. Ah, genau. Und jetzt passiert mir... Der Fehler wäre es jetzt gewesen. Okay, hier habe ich irgendwas... Irgendwas übersehe ich hier. Na. Wow. Erstmal den weg. Und wieder warten. Ah, warten ist schwer. Okay, da komme ich nicht zurück. Oh, und dann nochmal warten. Warten ist jetzt hier gerade echt das Schlimmste. Zack, ja. Lange Level. Für ein Leben. Super. Für ein Leben. Naja, besser als gar nichts. Okay, das ist die Safety Coin. So gesehen. Da kann ich nichts machen, da kann ich nichts machen. Hä? Ernsthaft? Mal den da weg. Ja. Okay, den verstehe ich nicht. Ah doch, jetzt verstehe ich ihn. Ein bisschen hinterfragliches Denken. So. Komm jetzt hierher. Geht's
Gibt es eine Reset-Tür? Ja, gibt es. Oder? Ja, gut, Reset-Tür. Erst links. Ah. Der muss in die andere Richtung gehen. Wie soll denn das funktionieren? Außer ich mache einen Loop. Habe ich geschafft. Also die Anzahl der Münzen in den Räumen macht für mich keinen Sinn. What the? Nein, 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 nein. What, 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 what. Na, 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 na. Wow. Ernsthaft? Ich weiß jetzt nicht, wie ich das geschafft habe. Aber ich hab's überlebt. Key Death ist nicht sichergestellt. Was gibt's hier? Ich weiß, ich bin bescheuert. Okay. Ja. Wartet mal. Komm, wirf nochmal. Okay, das funktioniert nicht. Okay. Ich muss da versuchen, irgendwie hinzukommen. Wow! Nice! Ich habe schon zwei weg. Dann haben wir beide Enden gesehen. Ich wäre da oben runtergekommen oder halt hier. Okay. Okay, selbst wenn die erste Röhre für mich halt zu viele Münzen auf einmal sind und es mit sehr viel Warten verbunden ist, kann man sich so den Rekord holen.
Nächstes Level. Michael Jacksons Thriller von Vincent. Jetzt laufen? Ja. Ich freue mich zwar über was Entspanntes jetzt gerade, aber irgendwie hat mich das nicht so gecatcht. Also irgendein paar Noten fühlten sich nicht richtig an, beziehungsweise hörten sich nicht richtig an. Wahrscheinlich, weil es hier nicht umzusetzen ist, aufgrund der ganzen verschiedenen Tonhöhen, die da in diesem Lied vorkommen. Aber so muss ich sagen, okay, es ist ein Level. Es ist ein Musiklevel, aber es ist jetzt nicht das, wo ich sagen würde, boah, geil, ein Banger, ne? Nächstes Level. Ice Island. Part 1 von Robotnik. Oh, von denen hatte ich auch schon kein Level mehr. Achso, ich dachte, ich springe auf den drauf. Ne? Hab auch ein Eis-Level. So viele schöne Level, warum Eis? Das ist doch so glatt. Oh Mann. Auf zu jammern, Troplay. Ich darf jammern. 1 Million Level darf man mal jammern. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum es hier so als relativ schwer bezeichnet wird. Weil es halt glatt ist. Die Räume sind schön gemacht. Schöne optische Anpassungen hier. Okay. Das hat mich nicht weitergebracht. Achso, hier kann ich rein. Er mal mit seinen Farben, wollte ich gerade sagen. Und ich renne natürlich wieder irgendwo dagegen. Und ich brauche Mario Brothers 2 Pilz, glaube ich. Aber so habe ich jetzt seinen Hinweis verstanden hier. Da. Hier gibt es die Blume. Nein, hier gibt es einen Schlüssel. Okay. Also optisch gestaltet er es immer wunderschön, selbst wenn ich das manchmal ein bisschen übertrieben finde, aber soweit passt das ja immer bei ihm. Ich meine, die Bäume sind wirklich super gemacht und so und alles. Why does this cave look like a monster? I don't know. Okay, da ist der SMB2-Pilz, den ich aber eben wieder verloren habe. Hm. So. So. Wenn man schon die Musik nicht hat, dann muss man es halt selber machen, ne? Schön. Okay, verbockt es natürlich auch gleich wieder. Nein, diesmal nicht. Münze, 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 Münze. Wofür ist denn der Part hier? Mann.
Wow. Könnte ich auch machen. Da geht es runter. Hier bekomme ich einen Pilz. Moment, hä? Hä, wo muss ich denn lang? Ah, links lang, okay. Wie? Bodenboost. Was ist denn da los? Alter. Ich hasse Glätter. Lass mich. Lass mich. Hat ein Herz verdient, doch. Selbst wenn ich es First Try habe. So, nächstes Level. Kurzes Unterwasserlevel von Ede. Oh nein, nicht Mrs. Puff. Der Google-Fisch. Nein, den 50er, den will ich nicht haben. Den will ich haben. Da ist ein Pilz. Nein, das wurde Feuerblume. Ich habe jetzt keine Lust auf Mrs. Puff. Ja, damit ist es natürlich einfacher. Wow. Na komm, runter, Mrs. Puff. Ich hätte jetzt kein Softlock zugetraut, deswegen bin ich da einfach selbstverständlich runtergegangen. Wow. Oh ja, genau, übertreib's halt, ne? Oh, die 50er nehmen wir auch mit. Ja, genau. Noch mehr Kugelfische? Ja. So an sich ein solides Level, aber jetzt keins, wo ich einen Toll geben würde. Aber jetzt schauen wir mal, wie schnell kommen wir wirklich durch. Okay, wir machen es so. Vielleicht hat derjenige es ja auch mit dem... mit der Feuerblume gemacht. Und im Damage Boost. So hätte es funktioniert, ja. Ja, so wird es funktionieren. Einfach hold right. Feuerblume eben mal so schnell durch. Und dabei kann man wirklich ohne Beschiss komplett einfach rechts halten und wirklich im Idealfall runter, hoch, runter, hoch. Mehr ist es nicht. Also hier ist es mindestens noch eine Sekunde. Also man kann noch unter die 34 kommen. Ich sage jedenfalls schon mal Dank fürs Einsenden des Levels. Und ja, kommen wir zum Abschluss. So, das waren sie jetzt, unsere Level für heute. Eigentlich war noch ein Link-Level geplant, aber das war irgendwie gelöscht. Insofern, wenn derjenige, der weiß, welches Level das war, welches gelöscht worden war, das vielleicht nochmal bauen würde, nochmal einsenden würde, keine Ahnung, würde ich mich freuen. Ansonsten, wenn ihr natürlich Level habt, einfach reinsenden. Unten in der Videobeschreibung ist ein Link zu einem Formular. Dort könnt ihr eure Level einsenden und ich werde sie dann hier in diesem Format spielen. Ich sage danke, bis zum nächsten Mal und ich bin euer Tro. Haut rein.
Tschö, tschö.